Warum müssen wir in den Dungeon rein? Wartet mal ganz kurz, ich will ganz kurz mal schauen, warum wir nicht in den Dungeon rein müssen. In der russischen Version war es so, dass wir in den Dungeon rein mussten, glaube ich. Der da hinten. Ich habe das Kämpfen. Einige Wachen wurden schon angesteckt. Gehe nicht in die Nähe der Ecken. Waren wir da drin? Eliminieren die Monster? Nee, das machen wir jetzt nicht. Den können wir aber machen da. Das ist ein Boss. Drei Lagerfeuer, was ist das denn? Jetzt zurückgehen. Waren wir da drin? Verflucht, wir waren da drin, ne? Matchsuche. Waren wir da drin? Ehrlich? Ich glaube, wir waren drin. Ich bin sowas von lost wieder. Weiter geht's. Erstmal zurück teleportieren. Wir haben auch extreme neue Sachen bekommen. Was bedeutet denn das Lagerfeuer? Das habe ich noch nie gesehen. Errichtet ein Lagerfeuer, das sowohl deine TP, MP als auch der Gruppe regeneriert. Dieser Effekt hält 30 Sekunden an. Not bad, ne? Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wir sind verdammt. Ich habe es irgendwie geschafft zu entkommen, aber... Jetzt müssen wir das Feuer löschen. Leider nicht. Ist meine Ware. Sie stehen in Flammen. Jemand muss das Feuer löschen. Jemand. Jemand. Wer ist dieser jemand? Nochmal hier hin. Ey, wieso werfst du das Ding nicht? Traben. Los, schnell! Werf doch einfach hin. Feuer! Werf doch einfach hin. Los, Alter, wieso? Wieso ging das jetzt nicht? Was mache ich denn falsch? Lösche die brennenden Feuer. Feuer! Na, Rechtsklick, sag's mir doch einer, Junge. Es ist alles vorbei. Los, schnell! Feuer! Diese verfluchten Räuber! Es ist vorbei! Du reist zum Kloster? Folge einfach dieser Straße. Ich persönlich würde da aber nicht hingehen.
So, ich muss gerade mal kurz was umstellen. Kurzer Blick, bitte. Die ist gerade ein bisschen warm geworden ums Herz. Die Heizung zu heiß aufgedreht gehabt. Puh. Kommt man selbst im Winter in Schwitzen. Ist wir beim Suchen. Was ist das denn? Mose wird noch buchen. Okay. Carter Quest. Wunderbar, ein Level up mit unserem Legacy. Alle Charaktereigenschaften, Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz plus 5. Habe ich die Quest jetzt angenommen gehabt? F5. Eine Seite aus einem Tagebuch. Mit wem muss ich sprechen? Ah, da drüben. Draußen droht die Pest. Fang dir ja nicht die Pest ein. Das ist übel. Ah, wir müssen das Ding besiegen, ne? So war das. Totengräber. Krasses Vieh, was der hat. Müssen wir. Ich bin trotzdem mit meinem Pferd sowas von zufrieden. Ich brauche nicht unbedingt das geilste Reittier. Mein Pferd, das macht genau das, was es soll. Es bringt mich von einem Ort zum nächsten und das zwar schnell. Dir. Besiege Grabwächtergeister. Oh. Die saugen mir noch Mana weg von dem hier. Ist das alles okay? Da hinten ist auf jeden Fall irgendwas, was ich untersuchen sollte. Aufsichtspunkt. Die greift mich einfach an. Seht ihr das? Und es zieht mir sogar Leben ab. Kann ich bitte hier raus? Wunderbar. Hätten wir geschafft. Kein großes Problem.
Quest ist auch erfolgreich. Kann in Frieden ruhen. Wir bekommen eine Geheimkarte. Einsame Dämonen, Dämonenhöhle. Schritte bis Westen. Wo ist die denn? Hier drüben. Da ist sie. Rein mit dir. Gegenstandsstufe. Kein Problem. Das schaffen wir locker. Oha. Einzelne Dämonen. Dämonenhöhle. Junge, Junge, der hat mich einfach mal so weggemacht. Das war ganz schön krass. Wir haben gerade noch so einen Heiltrank reinhauen können, bevor er mich downhaut. Das war eng. Dafür haben wir jetzt die verborgene Halskette des Geheimnisses bekommen. Schaut euch mal den Basiseffekt an. 1A. So, kommen wir hier raus. Jo. Ich finde die Höhlen eigentlich gar nicht so schlecht. Bis aber Beinschienen bin ich dabei. Wir haben jetzt ein geiles Amulett und noch bessere Beinschienen bekommen. Für 5 Minuten. Einen kleinen Umweg. Halte Abstand! Ah, da ist was. Habt ihr das gesehen? Stufenanstieg. Dieser Ort ist in großer Gefahr. Die Pest wütet. Unsere Mittel sind nutzlos. Und wer versucht zu helfen, wird selbst krank. Die Situation wird immer düsterer. Und nun haben sich die Toten erhoben, um alle anzugreifen, die von der Pest verschont blieben. Bitte, steh uns bei. Guten Morgen, Elbehorus. So, die Kanonierin ist es geworden. Gestern war ja nichts mehr mit Spielen. Ja, das stimmt. Gestern war recht schwierig, auf den Server zu kommen. War aber auch fast abzusehen, oder nicht? Wartezeiten gab es auch, glaube ich. Bei mir hat es nach dem Release vom Spiel etwa 1,5 bis 2 Stunden gedauert, bis ich dann endlich zum Download kam. Was bei mir bedeutet, ungefähr um 4 hat das Spiel downgeloadet. Und dann konnte ich definitiv um 4 nicht mehr rein, weil ich brauche das Schlaf ein bisschen. Deswegen habe ich heute Morgen gleich noch ein bisschen gestreamt und jetzt bin ich auch wieder am Stream. Und später um 2 Uhr nachmittags gibt es auch noch einen Stream. Ich mache keine 24-Stunden-Streams, ich mache Streams aufgeteilt hier und da. Ich denke, das ist auch okay. Ich muss halt auch arbeiten zwischendurch. Das Todesurteil, 7 kostet das.
Wir können aber den noch aufstufen. Abklingzeit. Schaden bei Stoß. Ne, mal komm, mach Abklingzeit runter. Bei Warteschlange Nummer 19.800 bin ich ins Bett gegangen, hab nur noch Twitch wegen dem Drop laufen lassen, okay. Aha, Drops. Bist du ein Drop Hunter? Was können wir denn hier ablegen? Ich glaube, das da können wir ablegen. Was? Das können wir ablegen. Das brauchen wir ja nicht für die Gruppe. Das können wir anziehen. Ja, ansonsten kann ich, glaube ich, alles drin lassen. Das können wir noch anziehen. Dann können wir wieder ein bisschen zerhäckseln. Alle Sachen, die ich nicht brauche, machen wir das Inventar ein bisschen kleiner. Kann ich das nicht zerhäckseln? Nö. Sind das die Sachen, die ich anhab? Kann einfach entsorgt werden. Wie kann ich denn Sachen entsorgen? Vielleicht kann ich das auch verkaufen, keine Ahnung. Warteschlange Nummer 19.800. Junge, Junge, das ist echt, echt heavy. Suchst du irgendetwas? Ich glaube, der verkauft mir eine gute Waffe. Aber nicht so gut wie meine. Reparieren muss ich auch nicht. Ich mach's trotzdem, weil ich's kann. Das Downloaden war Sekundensache. Es ging ohne Probleme. Nee, ich bin kein Hunter, aber wenn man die Möglichkeit hat, dann nehme ich auch wahr. Solche Spitzereien kann ich eh nur machen, wenn ich eure... Ja, das stimmt. Das stimmt, da hast du recht. Ich bin nicht so ein Hunter. Ich hab's jetzt nebenbei ein bisschen laufen, wenn ich ehrlich bin. Und zwar eins, um mir das mal anzuschauen, wie das läuft, ne? Keine Ahnung. Letztes Mal platzierten die Dämonen seltsame Kugeln auf dem Ackerland des Kampfes. Absolut nicht so ein Hunter. Es gibt doch genug Gegenstände im Spiel, die schon Spaß machen. Wieso muss ich dann noch komischere und seltenere Gegenstände haben. Zum Beispiel die Katze hier, die ist doch schon viel zu niedlich, um sie nicht mitzunehmen. Wieso brauche ich da einen Vogel oder was? Keine Ahnung. Ich gebe mein Bestes. Komm näher. Jedem das Seine, ne? Sei vorsichtig. Dort, wo die Patienten sind. Wir ja nicht. Pass auf, nicht die Ausleitung der Patienten. Boris, wie sieht's eigentlich bei dir aus? Bist du eher so der Quester oder bist du eher der Grinder? Dass du deinen ersten Charakter durchziehst und dann den zweiten Charakter ein bisschen low machst.
Die muss ich doch gar nicht besiegen, Mann. Die muss ich besiegen. Was muss ich hier noch machen? Suche nach Windmühlen, Ersatzteilen. Ah, das sind die Kisten, genau. Mal so, ich queste gerne mit anderen zusammen, grinde auch, wenn es nötig ist. Ich bin halt ein alter Diablo-Zocker, ich sehe solche Spiele gerne als soziale Interaktion an. Ich habe zum Beispiel Diablo immer 3 immer zusammen mit meiner Frau gespielt. Ah, wie geil, wenn man eine Frau hat, die das aufzockt, ne? Gleiche Interesse. Wunderbar. Auf was für einem Server bist du denn gelandet, Horus? Ach man, nerv mich nicht. Ich könnte mich auch zurück teleportieren. Aber da ist momentan ehrlich zu viel los. Ich bin auf Asta. Okay, ich bin auch hier auf Asta. Wenn du willst, schick mir mal eine Freundschaftsanfrage. Und wenn du in der Nähe bist oder so, was denken sich die Mönche nur? Können wir gerne mal zusammen spielen, wenn du dich auch machst. Oder wenn du möchtest. Du hast einen Punkt Mut bekommen. Wenn ich das Tutorial durch habe, gerne. Ah, du bist noch gar nicht. Ah, du hast noch gar nicht angefangen, Junge. Mein Name ist übrigens Mirati. Ne, Mirati. Wann kommst du denn zum Zocken? Ich habe den Char gerade erst erstellt, okay? Danke. Pater Amel ist hier. Dann wird's Zeit, Junge, dann wird's Zeit. Ich glaube, dir klirren schon die Finger, oder? Muss mich um vieles kümmern. So eine Krankheit. So, da ist wieder Amel. Nie gesehen. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Ich muss mich wirklich erstmal an den Namen gewöhnen hier. Ich höre Geschichten von einem geheimnisvollen Erdenschein. Haben wir irgendwas Geiles bekommen? Ah, das da. Die Kugeln? Von denen weiß ich nichts. Bruder Dylan könnte dir helfen. Ich bin noch ungefähr eine Stunde online. Dann muss ich nach Hause. Beziehungsweise muss ich nach Hause, was sage ich denn? Muss ich mit der Familie essen. Was denken sich die Mönche nur? Dämonen, komm näher. Und dann geht's um 2 Uhr heute Nachmittag eventuell wieder weiter. Wenn alles gut läuft. Vielleicht wird es auch halb drei. Geplant sind dann auch nochmal 3 Stunden. Dass wir das Ganze mal ein bisschen voranbringen hier. Nerv mich doch nicht. Sobald ich am Zocken bin, schicke ich dir eine Anfrage.
Okay, gerne, danke. Ich freue mich immer, wenn ich mit der Community ein bisschen, ja, zocken kann. Wo müssen wir denn hin? Hier hoch, okay. Aber was mir jetzt schon auffällt, im Gegensatz zum russischen Server, es gibt viel weniger Boss-Monster. Kann sein, dass die anderen die alle wegkillen. Keine Ahnung. Aber definitiv weniger als in Russland. Also so Standard-Boss-Monster hier von den normalen Gegnern. Es ist vorbei. Wir haben große Verluste erlitten. Es ist vorbei. Bye, bye, Unimond. Wir werden uns rächen. Wieso kommt mir das Lied jetzt gerade in den Kopf rein? Wir sind zu sehr damit beschäftigt, zu überleben, um uns wegen der Pest zu sorgen. Haben wir irgendwas Geiles bekommen eben? Eine Schatzkarte. Ist irgendwo in diesem Gebiet. So ein viereckiges Kreisding mit einem Loch in der Mitte. Hier. Ich mach dir später. Ich gehe jetzt erstmal zu dem... geheimnisvollen Raum. Wo haben sie gesagt, was soll das sein irgendwo? Wieder ein Geheimnis entdeckt. Wartet Dämonenplatz. Uiuiui, was haben wir denn hier? Alter, was für ein krasses Loot! Junge, was war denn das für ein abartiges Loot, was wir hier eingesammelt haben? Erstmal ein Ring, einen epischen Ring, mit Grit und Kompetenz 30. Dann haben wir noch eine epische Halskette des mutigen Beobachters. Was ist Flinkheit? Angriffsgeschwindigkeit geht runter. Mhm. Was bringt die? Geschicklichkeit, Vitalität, Zähheit, Spezialisierung. Wir brauchen aber Angriffsgeschwindigkeit, wenn ich ehrlich bin. Aber da geht viel zu viel hoch, Alter. Zähheit. Physische Verteidigung. Wir nehmen die hier. Auch wenn die Flinkheit runtergeht, was eigentlich komplett schlecht ist für die Assassine.
krasses Loot, Alter. Einmal nach oben. Ich finde, das hat sich gelohnt. Es ist vorbei. Ja, wir gehen schon ordentlich ab jetzt. Es ist vorbei. Ich sah die Spinnen fallen. Der Stein, den du erwähntest, das muss die Serpentinjade sein. Sie hat stark entgiftende Eigenschaften. Jetzt müssen wir in Dungeon. Hier würden wir eine krasse Kopfbedeckung bekommen. Und einen krassen Handschuh. Wenn wir das auch schwer machen. Wir haben 15 plus empfohlene Stufe, ne? Ach, sei es drum. Wir machen das normal. Wäre ich jetzt zu zweit mit jemandem, würde ich mir sagen, auf, komm, wir machen es schwierig. Aber allein. Krass, Alter, wie die abgeht. Muss ich euch besiegen, oder was? Weiter geht's.
einfach durchgeschnitzelt. Wunderbar. So, ich bin da lang gegangen. Freundschaftsfrage, Anfrage ist raus. Leonorette. Kunstschützin, besser gesagt. Anfrage ist bestätigt, danke dafür. Oh, verflucht und zugenäht. Easy. Oh. Oh shit. Der geht ganz schön ab. Der hält ganz schön was aus. Dreck! Vorbei! So, das war's für dich. Puh. Ganz schön Zehrkampf. Aber das macht Spaß. Ein bisschen herausfordernder als in der russischen Lassung. Lied der Flucht.
Okay. Neues Level haben wir bekommen. Kettenangriff. Führe einen schnellen senkrechten Schlag mit einem Langschwert aus, um Schaden zu verursachen. Du kannst diese Fähigkeit innerhalb von 4 Sekunden ein weiteres Mal einsetzen. Hinterhaltangriff. Ja, ist, denke ich mal, ganz gut. Ist ganz cool. Nehme ich mir mal mit. Zuwachs des Todeskugel, Abklingzeit. Machen wir Abklingzeit runter. Wirbelschnitt. Wirbelschnitt ist gut, das können wir mal rausmachen. Und dann können wir den hier ein bisschen aufpushen. Wunderbar. Wo müssen wir jetzt als nächstes hin? Mit dieser Serpentinjade sollten wir die Kranken behandeln können. Würdest du nach Judia reisen? Helios de Laftulist, Neliokanes. Sagt, wie geht es euch? Ich verdanke euch wohl mein Leben. Mein Freund und ich sind auf dem Weg nach Judia, auf der Suche nach der Arche. Pater Varuth sagte, wir sollen nach den Morai-Ruinen suchen. Habt ihr vielleicht schon mal etwas davon gehört? Morai? Ja, ich denke schon. Laut den Legenden war es die Hauptstadt von Enkavia, bis sie unterging. Ich denke, die Nomaden der Salzwüste sollten mehr wissen. Ihre Vorfahren stammen aus Enkavia. Eins noch, vor dem Aufbrechen könnte es nützlich sein, Bruder Allred um seinen Folianten des Pilgers zu bitten. Der Foliant des Pilgers. Würdest du nach Judia reisen und nach einem Weg zu den Morai-Ruinen suchen? Welche Erleichterung. Ich hörte, Abt Louis ist wieder bei Bewusstsein. Die Karawane zieht weiter. Haben wir irgendwas, was wir noch einsetzen können? Oh ja, wir haben eine Karte bekommen. Hasal. Dann haben wir hier eine bessere Ausrüstung. Eine bessere Rüstung. Dann haben wir hier eine neue Tiara. Und neue Handschuhe. Wunderbar. Wieder ein bisschen stärker geworden. Du kannst hier nicht durch, wenn du die Pest hast.